Уважаемый студенты, профессоры, доктор Якуб Форс Батаглия, министр посланник австрийского посольства в Украине, директор австрийского культурного форума. Пожалуйста. Спасибо. Приветствую. И будем говорить немножко на немецком языке, да, о истории, так немножко австрийской литературы. И потом я вам читаю лекцию на немецком языке, но потом мы можем об этом поговорить. И то на немецком или тоже на русском или на украинском, как вам будет удобно. И так что я очень рад, что могу быть здесь среди вас, как директор Австрийского культурного форума, занимаюсь всеми разными видами наших научных и культурных отношений, да, между Австрией и Украиной. Но и в этом ходе, так что это и литература, и музыка, и театр, и кино, и другие вещи, другие темы, и, конечно, все на научные связи. Я сам дипломат по профессии, но и тоже историк и славист. Тоже не только учился, но и преподавал на Венском университете. И сейчас больше чем 2 года нахожусь на Украине, сейчас в Киеве. Я первый раз в Херсоне. И так что очень рад вам рассказать что-то о теме, которую буду читать, как сказал, на немецком, поскольку вы отличные германисты, мне говорили, что вы все прекрасно говорите по-немецки, минимально, как Гёте или Томас Ман, так что не будет проблем, пожалуйста, заходите. Да, мы можем, кто еще найдет место, пожалуйста, вы можете сидеть, а другие будут. Но я думаю, что место есть, чтобы сидеть. Ну, хорошо. Так что потом мы можем об этом, что вам буду читать, и немножко поговорить. Если есть вопросы на немецком, русском, украинском, английском, как вам захочется. Так что die Literatur Österreichs im 19. und 20. Jahrhundert in ihrem gesellschaftspolitischen und historischen Umfeld. Ein weiter geschichtlicher Bogen spannt sich von den Tagen des vormärzlichen Biedermeier über die Revolution von 1848, die nachfolgende Reaktion und den Neoabsolutismus, die lange Verfassungsära unter Kaiser Franz Josef mit konservativen, liberalen, historistischen und modernistischen Strömungen, das legendäre Wien der Gründerzeit und der Jahrhundertwende bis hin zur Tragödie des Ersten Weltkriegs und des Zusammenbruchs der Monarchie 1918. Dann geht es weiter über die kleine Erste Republik, den Staat, den keiner wollte, wie ihn der Publizist Helmut Anditsch nannte, Jahre der Orientierungslosigkeit und tiefer Zerwürfnisse, die in den Anschluss an das Dritte Reich und in die Apokalypse des Zweiten Weltkriegs mündeten. 1945 entstand Österreich als Phönix aus der Asche wieder, wurde von den Alliierten befreit und bis 1955 besetzt, lag lange bis 1989 an der Grenze zwischen Ost und West. Nun liegt es im Mittelpunkt des demokratischen, vereinigten Europa.
Immer stellte sich die Frage der Identität der Österreicher und des Österreichischen von der multinationalen, weiträumigen Habsburger Monarchie zur kleinräumigen, überwiegend deutschsprachigen Alpen- und Donaurepublik. Diesen schwierigen Weg der Selbstfindung wollen wir im Lichte einer reichen Literatur nachvollziehen, die einen unverwechselbaren Eigencharakter trägt und die vielschichtige Widersprüchlichkeit des Landes und der Mentalität seiner Menschen aufzeigt. Die Literatur des Biedermeier unterlag einer strengen Zensur, die Anton Alexander Graf von Auersperg unter dem Pseudonym Anastasius Grün in den Spaziergängen eines Wiener Poeten und in einer zweiten Denkschrift scharf angriff. Liberal und großdeutsch trat er 1848 für den Anschluss seiner Heimat, des mehrheitlich von Slowenen bewohnten südlichen Herzogtums Krain, an den Deutschen Bund ein, obgleich er andererseits liebevoll slowenische Volkslieder sammelte. Ein feudaler Aristokrat und dabei ein Gegner Staatskanzler Metternichs, verkörperte er manche der typischen Widersprüchlichkeiten Österreichs zwischen josephinisch aufgeklärt und konservativ, germanophil und slawenfreundlich. Als multinational mag der bedeutende Dichter des Vormärz Nikolaus Lenau gelten, ein Deutsch-Ungar aus dem heute rumänischen Banat. Weltschmerz und rationalistische Skepsis prägten seine Gedichte und Werkseben. Er schwärmte für tragische Helden und gescheiterte Freiheitsbewegungen, für Albigenser und Hussiten, für Jan Žižka und für Savonarola. Er lehnte das Metternichsche System ebenso ab wie Amerika, von dessen sogenannten Krämerseelen enttäuscht er nach einer Reise zurückkehrte. Vom Amerika-Müden schrieb auch der deutschnationale Ferdinand Kürnberger, während der emigrierte Deutschmehrer Karl Postel als Charles Searsfield aus der Neuen Welt seiner alten Heimat mit Austria as it is eine vernichtende Kritik entgegenschleuderte. Der Revolution von 1848 stand skeptisch der enttäuschte altliberale Eduard von Bauernfeld gegenüber, der die Unreife einer Volksbewegung in der Republik der Tiere schilderte. Den großen Dramatiker Franz Grillparzer charakterisiert treffend der Literaturhistoriker Winfried Kriegleder, indem er schreibt, der alte Spätjosephiner war bei allem Grimm über das Metternich-System nicht bereit, die Unordnung der 1848er Revolution zu akzeptieren und begrüßte deren militärische Niederschlagung. Der Zusammenhalt der Habsburger Monarchie war ihm allemal wichtiger als demokratische Tendenzen, die er sämtlich in den Nationalismus abgleiten sah. Neben den altgriechischen Dramen sind die Ahnfrau, König Ottokars Glück und Ende, ein Bruderzwist in Habsburg, Libussa oder ein treuer Diener seines Herrn Stücke, in denen die Geschichte Österreichs und Böhmens im Vordergrund stehen. Der bürgerlichen Gesellschaft, gar dem Proletariat, begegnet der Visionär Grillparzer mit größter Zurückhaltung. Denn der Weg der neueren Bildung, wie er schreibt, geht von Humanität durch Nationalität zur Bestialität. In seinen Zauberposten frönt Ferdinand Raimund nach einem der Aufklärung verpflichteten, noch einem der Aufklärung verpflichteten Optimismus, der freilich die Besserungsfähigkeit des Menschen nur im Märchenhaften symbolhaft bestätigt findet. Der hochbegabte, ungemein produktive Theaterautor und Schauspieler Johann Neströ ist da wesentlich ironischer und skeptischer. Er verspottet manchmal milde, zuweilen schärfer,
die Schwächen des Einzelnen und der Gesellschaft des Vormärz, ihr entlarvt das Phrasenhafte und Verlogene, die Geldgier und Geltungssucht der Emporkömmlinge, ebenso wie die Demagogie der Revolutionäre. Denken wir nur beispielhaft an den Zerrissenen, Freiheit die Krähwinkel, Häuptling Abendwind, die schlimmen Buben in der Schule oder an seine köstlichen Parodien auf Friedrich Hebbel, Richard Wagner und Ferdinand Raimund. Durch seine einfühlsame Beschreibung des sanften Gesetzes, das die majestätische Stille der Natur des Böhmerwaldes und die Geschichte seiner Menschen bestimmt, bleibt uns auch heute Adalbert Stifter als großer Erzähler der österreichischen Romantik im Gedächtnis, ob in Hochwald, Nachsommer, Bunte Steine oder Wittico. Gleich Raimund endete er tragisch durch Selbstmord, zerbrochen an der Realität einer grausamen Welt. Die Verflechtung von Liberalismus und Nationalismus, von konservativ und klerikal, rückwärtsgewandt und fortschrittsgläubig, prägten die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ab 1867 in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn in einem Nebeneinander von dynamischer Industrialisierung und moderner Wissenschaft mit althergebrachten agrarischen, ja halbfeudalen Strukturen, solcher Art überspitzt formuliert, Westeuropa und das sogenannte Halbasien in einem verkörperten und die vielschichtige literarische Landschaft bestimmt. Kultur und Schrifttum der einzelnen Völker und Sprachen entwickelten sich oft parallel zueinander und gegeneinander, wobei die Klammer der übernationalen dynastischen Gesamtstaatlichkeit immer noch einen Nimbus ausübte, der oft in Analysen der Nachgeborenen unterschätzt, weil missverstanden wird. Viele der deutschsprachigen Autoren, die uns hier vor allem beschäftigen, neigt nach der österreichischen Niederlage bei Königgrätz 1866 und der deutschen Reichsgründung 1871 zu einem Deutschnationalismus, der sich auf die befürchtete Majorisierung durch die aufstrebenden Slawen der Monarchie zurückführen lässt, weil dies einfach der Stimmung im deutschsprachigen Bürgertum entsprach. Auch bei den nun voll emanzipierten Juden, falls sie sich nicht wie in Ungarn auf die madjarische oder in Galizien zunehmend auf die polnische Nationalität hinzuorientierten, galt das Deutsche als die Sprache der höheren Bildung, der Freiheit und des Fortschritts. Wir sehen dies etwa bei Karl Emil Franzos aus Ostgalizien oder bei Leopold Kompert aus Böhmen, die der Welt des Ghettos ein trauriges Denkmal setzten, während die sogenannte Rote Marit Mina Kautsky sich der scharfen Sozialkritik verschrieb. Den österreichischen Realismus, zugleich gläubig und kirchenkritisch, repräsentierte in ihren Romanen und Erzählungen die mährische Aristokratin Marie von Ebner-Eschenbach, geprägt von Mitleid für die Armen und Geknechteten, voll drastischer Schilderungen der Untiefen des dörflichen Lebens, der Härte der Bauern und der Rücksichtslosigkeit der Gutsbesitzer. Eine Mischung von Melancholie, Pessimismus und präzisem Zeitpanorama beherrscht das Schaffen eines Chronisten der österreichischen Gesellschaft von damals, Ferdinand von Saal. Eine antimodernistische Idealisierung des sogenannten deutsch-österreichischen Landlebens strebte der Oberösterreicher Franz Stelzhammer im Gegensatz zu einer Verkommenheit der städtischen Sitten an, während Ludwig Anzengruber kämpferische Kirchenkritik in einer differenzierten Schilderung des bäuerlichen Lebens durchklingen lässt. So im Pfarrer von Kirchfeld, dem Meineidsbauer oder dem Sternsteinhof.
Der Steirer Peter Rosiger gilt als der Meister der ländlichen Erzählung. Seine Waldheimat besingt die untergehende Welt des alpinen Bergbauerntums traditioneller, noch vorindustrieller Prägung. Zwar genuin deutsch fühlend war er regional stark im Obersteirischen verankert, aber nicht betont deutschnational ausgerichtet. Viel aggressiver trat dann sein Landsmann Ottokar Kernstock auf, denn seine Priesterwürde nicht daran hinderte, 1914 kriegshetzerische Gedichte zu verfassen. Dafür gefiel sich der klar deutschnationale Lyriker Robert Hammerling mit seinen Versepen in einem ästhetisierenden Kulturpessimismus und glaubte an die welthistorische Sendung germanischer Völker. Die Jahrhundertwende sah sich neuen Problemen gegenüber, dem Anwachsen ideologischer Massenbewegungen, dem Siegeszug von Technik und Naturwissenschaften zugleich mit dem Schwinden althergebrachter Sicherheiten in Politik, Glauben und Denken, die zunehmend respektlos hinterfragt worden sind. Das tiefere Wesen von Gesellschaften wie Individuen wurde seziert, die Grundsätze der Moral und der Kunst auf den Kopf gestellt. Je nach Blickpunkt gewannen die Schriften von Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud an Einfluss auf die Gebildeten. Die katholische Kirche begnügte sich nicht mehr damit, in Abwehr des Modernismus und Materialismus Zuflucht in ihrer gleichsam belagerten Festung zu suchen, sondern antwortete unter Papst Leo XIII. Mit ihrer Soziallehre auf die Herausforderungen der Zeit. Gerne wird das Wien um 1900 als fröhliche Apokalypse apostrophiert, das auf einem Vulkan frivol getanzt hätte. Neben Freuds traumdeutende Psychoanalyse trat die Frauenfeindlichkeit Otto Weiningers, der in Geschlecht und Charakter die angebliche Gefährlichkeit und Minderwertigkeit des Weiblichen schildert. Die Vorstellung der femme fatale beherrschte die Ideenwelt der Jahrhundertwende. Sie kommt in der Kunst der Wiener Sezession bei Gustav Klimt und Egon Schiele ebenso vor wie in der Literatur bei so unterschiedlichen Autoren wie dem skandalumwitterten Felix Salten oder beim bedeutenden Dramatiker und Novellisten Arthur Schnitzler. Schnitzler war da freilich ein subtiler Psychologe. Sein Weites Land untersucht die Tiefen der menschlichen Seele und das komplexe erotische Verhältnis zwischen Männern und Frauen, wobei die Männer auch als Verführer gelten, denen ihre Liebeleien ein Spiel mit dem Ernst des Lebens bleiben. Demgegenüber stand die wachsende Frauenbewegung und überhaupt die zunehmende Bedeutung brillanter, eigenständiger Frauen, die sich in einer noch von Männern bestimmten Welt ihren Platz erkämpften. Hier sei die Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner genannt, die mit ihrem zukunftsweisenden Buch »Die Waffen nieder« dem Pazifismus das Wort redete. Der literarische Salon der Bertha Zuckerkandl steht für ein offenes, buntes, diskussionsfreudiges Klima, in dem Vertreter des jüdischen und nichtjüdischen Wiener Bildungsbürgertums vor allem aus den Kreisen der Wiener Moderne gerne verkehrten. Die Wiener Kaffeehäuser waren Orte der geistigen Begegnung. Im Mittelpunkt der Wiener Moderne stand zeitweise Hermann Bahr, oszillierend im Künstlerischen zwischen Naturalismus und Ästhetizismus, im Politischen zwischen Deutschnationalismus und Sozialismus, ein Meister der Komödie. Sein Hauptgegner war ein unbarmherziger moralischer Kritiker seiner Zeit, ihrer literarischen Strömungen und eines oberflächlichen Journalismus, der schwer einzuordnende Sprachmeister und Sprachjongleur Karl Kraus, Herausgeber der Zeitschrift Die Fackel und 1919, Verfasser des gigantischen Theaterstücks Die letzten Tage der Menschheit, die ein grandioses Panorama
und der österreichischen Gesellschaft zur Zeit des Ersten Weltkriegs liefert. Zwei weitere angesehene Autoren der Wiener Moderne, beide gleich Karl Kraus, 1874 geboren, waren der bis heute weithin bekannte Hugo von Hofmannsthal sowie der ebenso katholische wie dandyhafte Richard von Schaukarl, dessen Ruf nach 1945 merklich verblasst ist. Sie reichen bis weit nach 1918 in die Zwischenkriegszeit hinein. Beide waren die betonte Anhänger einer österreichischen Idee, die das Heil ihres Vaterlandes zu keinem Zeitpunkt in einer Verschmelzung mit dem Deutschen Reich sah. Hofmannsthal besticht durch sein reichhaltiges, von tiefer humanistischer Bildung und Sprachgewalt gekennzeichnetes Schaffen, in dem sich Ironie und Pessimismus mischen, ohne auf die heiteren Seiten des Lebens zu vergessen. Hier der moralisch gestrenge Jedermann der 1920 gegründeten Salzburger Festspiele, dort Komödien wie der Schwierige und der Unbestechliche, Abgesänge auf die aristokratische Oberschicht der Habsburger Monarchie. Die wunderbare Lyrik des Pragers Rainer Maria Rilke war vor allem dem verinnerlichten Seelenleben verpflichtet. Sie kam damit einem ästhetischen Lebensgefühl seiner Zeit entgegen, ohne bestimmte gesellschaftliche Ziele zu verfolgen. Eine liebevoll sarkastische, von subtiler Ironie und einem heiteren Sinn des Absurden durchdrungene Hymne auf das zerfallende alte Österreich findet sich in dem ab 1930 erschienenen Monumentalwerk von Robert Musil, dem Mann ohne Eigenschaften. Dieses legendäre Kakanien, wie er die Monarchie nennt, flüchtet vor dem Wirklichkeitssinn in den Möglichkeitssinn, zieht der echten Aktion die Parallelaktion vor, die Vorbereitungen zu einem nicht näher definierbaren, erst anzunehmenden 70. Herrschaftsjubiläum des greisen Kaisers Franz Josef. Der großbürgerliche Stefan Zweig setzte mit der Welt von gestern, der österreichisch-ungarischen Monarchie, eingebettet in ein friedliches, kultiviertes, wohlgeordnetes Europa von vor 1914 ein wehmütiges Denkmal. 1914 hatte er sich, wie viele der Dichter und Publizisten von damals, noch einem kriegsbegeisterten Hurra-Patriotismus hingegeben und an ein reinigendes Stahlbad geglaubt. Rasch wurden sie bitter eines Besseren belehrt. Der Salzburger Lyriker Georg Drake zeichnete in seinem Gedicht Grodek die Schrecken des Weltkriegs anhand einer Allegorie dieser galizischen Schlacht, heute Radokowski in der Westukraine. Hermann Broch entstammte wie Zweig einer begüterten jüdischen Familie. In seinen Essays und Romanen versuchte er, in den 30er Jahren mit seiner Massenwahntheorie die braune Barbarei und andere faschistische, ebenso wie linke Verirrungen zu bekämpfen. Im Versucher oder symbolhaft im Tod des Vergil, hoffend auf eine humanistische Erneuerung. Ein grandioses Requiem des sterbenden Habsburger Reiches, das im Zeitlebens der Inbegriff einer zwar reformbedürftigen, doch rechtsstaatlichen, übernationalen Ordnungsmacht geblieben war, zeichnete Josef Roth im Radetzky-Marsch und in der Kapuzinergruft, während er in Flucht ohne Ende die Kriegs- und Nachkriegsabenteuer eines entwurzelten ehemaligen Offiziers schilderte. Eine skurrile Welt Kakaniens, das er gleich einem Kartenspiel Tarokai nennt, taucht bei Fritz von Herzmanowski Orlando auf. Franz Theodor Tschokor wiederum zeigt im fiktiven Drama 3. November 1918 die Auflösung der K&K-Armee, bei deren Zerfall nur mehr der jüdische Stabsarzt der österreichischen Heimat verpflichtet fühlt.
Die Bedeutung jüdischer Autoren für das österreichische Geistesleben kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie spielten in der Literatur und Publizistik vor 1938 eine überaus wichtige Rolle. Ihre Gesinnung war liberal und pazifistisch. Jedem exaltierten Blut- und Bodennationalismus abhold. Ihre Kunstmittel waren Feuilleton und Kabarett. Es waren Männer wie Alfred Polgar, Karl Tschopik, Anton Kuh oder Egon Friedell, Verfasser einer vielgelesenen Kulturgeschichte der Neuzeit. Franz Werfel war ein vom Katholizismus stark beeinflusster Schriftsteller jüdischer Herkunft, der sich in religiösen und historischen Themen gefiel, in Form von Dramen über den Apostel Paulus, die böhmischen Hussiten oder den tragischen Kaiser Maximilian von Mexiko, dann Romanen wie dem großartigen Armenier-Epos, die 40 Tage des Mussadach, oder dem Lied von Bernadette über die Marienerscheinungen von Lourdes. Den patriotischen Österreich-Gedanken im Sinne der Besonderheit des österreichischen Menschen und der österreichischen Idee diente in der krisengeschüttelten Zwischenkriegszeit der expressionistische Humanist Anton Wildgans. Im traditionell katholischen Österreich nahm das betont christliche Schriftstum einen bedeutsamen Platz ein und fand vielfach in der Festspielkultur einen beredten Ausdruck. Es dominierte sogar zur Zeit des autoritären Ständestaats zwischen 1934 und 1938, dem letzten verzweifelten Versuch, ein Bollwerk gegen den drohenden Nationalsozialismus aufzubauen. Dem waren Jahre schweren Parteienhaders vorausgegangen, der im Februar 1934 zu einem kurzen Bürgerkrieg zwischen Sozialdemokratischem Schutzbund einerseits, den christlich-sozialen Heimwehren und dem Bundesheer andererseits führte, gefolgt im Juli von einem blutigen Nazi-Putsch. Zuvor war schon 1933 das Parlament, von dem dann 1934 durch Nazi-Putschisten ermordeten Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ausgeschaltet worden. Die engagierten Katholiken unter den Schriftstellern standen entweder deutlich distanziert zur Nazi-Ideologie wie Guido Cernato und Rudolf Henz, oder sie huldigten einem sogenannten völkischen, also recht deutsch-nationalen Katholizismus wie Friedrich Schreivogel, Max Mell, Paula Groger oder Hermann Hans-Heinz Ortner. Die Grenze zum Nationalsozialismus war bei ihnen fließend, was sich nach Österreichs sogenannten Anschluss an das Hitlerreich 1938 zeigte. Nach 1945 deklarierten sie sich dann als umso überzeugtere Österreich. Zwischen Österreich und Deutschland lebte der dem Nationalsozialismus äußerst kritisch gegenüberstehende deutsch-ungarische Dramatiker und Romancier Ödön von Horvath, der in den Geschichten aus dem Wienerwald Zerrissenheit und Niedergang in der Gesellschaft der Ersten Republik schilderte. Auf der Linken gab es in Österreich nur wenige hervorstechende Autoren, sieht man von dem 1923 verschiedenen Arbeiterdichter Alfons Petzold ab. Der früh im KZ 1939 verstorbene Dramatiker, Kabarettist und Essayist Jura Säufer verdient es, besonders hervorgehoben zu werden. Sehr großdeutsch, kaum christlich und dem NS-Regime treu ergeben, gebärdeten sich Mirko Jelusic, Bruno Brehm und Rudolf Willinger. Deutschtum und Führerkult prägten ihre oft historisierenden Werke. Eine Sonderstellung nahm der hochbegabte, von der Nazi-Ideologie verführte Josef Weinheber ein, der 1945 Selbstmord verübte. Mit Adel und Untergang oder Wien wörtlich hinterließ er der Nachwelt freilich bleibende Werke. Fürchterlich war der Aderlass, den Österreich durch das nationalsozialistische Terrorregime, seinen Rassenantisemitismus und den vom Zaun gebrochenen Krieg zu erdulden hatte.
schon viele Österreicher sich durch ihre Handlungsweise mitschuldig gemacht haben. So wurden auch Tausende, allein 65.000 ermordete Juden und viele Gegner des Regimes zu Opfern der braunen Pest. Der österreichischen Kultur ist durch diese Vertreibung der Vernunft, wie sie genannt wurde, bleibender Schaden zugefügt worden. Denn gerade in geistigen Berufen war der jüdische Bevölkerungsanteil relativ hoch. Jene, die wenigstens emigrieren konnten, kehrten nur selten zurück. Wie unter den Autoren Fritz Hochwelder, Friedrich Thorberg, Hans Weigel oder Hilde Spiel. Werfen wir nun einen Blick auf die Hauptströmungen der österreichischen Belletristik der 1945 wieder erstandenen Demokratischen Republik Österreich, soweit in ihr gesellschaftspolitisches Engagement ersichtlich ist. Der überzeugt konservative Alexander Lerner-Tolenia war sowohl vor als nach dem Zweiten Weltkrieg tätig. Die Standarte bezieht sich noch auf den Untergang der Monarchie, während Marx in Wieder den deutschen Überfall auf Polen 1939 schildert. Der nachmalige Präsident des Bandclubs meinte 1945, die österreichische Literatur brauche nur dort fortzusetzen, wo uns, wie er sagt, die Träume eines Irren unterbrochen haben. Von Neuerungen wollte er nicht wissen. Diesem restaurativen Trend folgte auch der große Erzähler Heimito von Doderer mit Romanen wie die Strudelhofstiege und die Dämonen, die dem Wiener Bürgertum der 20er Jahre ein Denkmal setzten. Der Nazi-Gegner George Saiko zeigt mit dem Mann im Schilf den Putschversuch der Nazis im Salzkammergut 1934. Dem moralischen Dilemma des Einzelnen in politisch schwierigen Zeiten widmete sich Fritz Hochwelder, Obers- und den Jesuitenstaat in Paraguay, die Französische Revolution, oder um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der österreichischen Provinz geht. Die Verstrickung der Ortsbevölkerung in einen Massenmord der letzten Kriegstage von 1945 beschreibt Hans Lebert in der Wolfshaut, während Gerhard Fritsch Moos auf den Steinen das Österreich der 50er Jahre allegorisch zu sich selbst finden lässt. Demgegenüber versuchte die katholische Deutschböhmin Gertrud Fussenegger, ihre Verstrickungen mit dem nationalsozialistischen Regime aus ihrer komplizierten Familiengeschichte in Pilsen zu erklären. Das Leben eines als Mischling geltenden Kindes zur Nazizeit schildert eindringlich Ilse Eichinger in Die große Hoffnung. Die wortgewaltige Lyrikerin und hinreißende Erzählerin Ingeborg Bachmann mahnte mit ihrer Preisrede, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, dem Erzählband das 30. Jahr und in weiteren Texten eine ehrliche Auseinandersetzung mit Krieg und NS-Zeit ein. In Malina entwirft sie ein subtiles Bild des Verhältnisses der Geschlechter, die Dominanz von Männern über Frauen will sie dabei durchbrechen. Der einfühlsame Lyriker Paul Celan, Jude aus Czernowitz, versuchte mit seiner Todesfuge die Schrecken des Holocaust symbolhaft in Worte zu fassen. Mit 1966 wird eine gewisse Zensur in Österreichs Schriftstum der Nachkriegszeit verzeichnet, denn die Grazer Gruppe bringt frischen Wind in einen länger durch die Wiener Literaturszene beherrschten Buchmarkt. Selbstfindung und neue Innerlichkeit wurden dem sprachlich meisterhaften Peter Handke zugeschrieben, der persönliche Schicksale, so den Tod der Mutter in wunschloses Unglück, mit Gesellschaftskritik zu verbinden weiß und sich in den Jugoslawienkriegen der 90er Jahre als Verteidiger Serbiens hervortat. Ein zweiter Kärntner, Peter Turini,
übte in seinen Stücken auf andere Weise scharfe Gesellschaftskritik aus betont linken Positionen heraus, ähnlich dem gebürtigen Steirer und deklarierten Kommunisten Michael Scharrer. Der Grazer Alfred Coleridge thematisierte anhand von Romanen seine Jugend unter der NS-Herrschaft, deren verderbliche Nachwirkung auf das Denken auch nach deren Verschwinden er deutlich aufzeigte. Ein Dramatiker, Erzähler und Essayist von eindringlicher Sprachgewalt, in der einer herniederprasselnden Wiederholung von Worten eine entscheidende Bedeutung als Kunstmittel zukam, war der gnadenlose Moralist Thomas Bernhard. Die Untiefen einer repressiv verknöcherten Provinz, das finstere Erbe des Nationalsozialismus, auch in Wien, denken wir an Heldenplatz, und der zeitgenössische Kulturbetrieb entgingen seiner messerscharfen Feder nicht, die sich gerne in absichtlichen Übertreibungen erging. Auf ihre sehr spezifische, betont drastische Ausdrucksweise mit stark sozialkritisch-feministischen Akzenten seziert die Nobelpreisträgerin von 2004, Elfriede Jelinek, die österreichische Gesellschaft. Endgültig verschwunden von der Bildfläche ist der sogenannte schollenverwundene Heimatroman von einst. Die Anti-Heimat-Literatur aus den Bundesländern rechnet unter Entschlossener mit archaischen, überkommenen Denk- und Verhaltensmustern ab, wie sie uns etwa der Kärntner Josef Winkler, der Steirer Gerhard Roth oder der Salzburger Franz Innerhofer vor Augen führen. Der polemischen Auseinandersetzung mit der österreichischen und europäischen Politik von heute widmet sich der Romancier und Essayist Robert Menasse, dem die Frage der jüdischen Identität ebenso wie für Robert Schindel und Doron Rabinowitsch ein Anliegen ist. Diese Problematik wurde bis zum Zweiten Weltkrieg von assimilierten österreichischen Autoren jüdischer Herkunft, sieht man vielleicht von Josef Roth, auch kaum behandelt. Beim visionären Prager Franz Kafka schwankt dieser Seeler quälerische Seelenbeschau mit, ohne aber verbalisiert zu werden, oder sie kam als jüdischer Selbsthass zutage wie bei Otto Meininger, der sich das Leben nahm. Die österreichische Literatur, die sich tagtäglich als Spiegelbild ihrer Zeit unaufhaltsam weiterentwickelt, nimmt ihren eigenen, unverwechselbaren und wichtigen Platz innerhalb des deutschsprachigen Schrifttums ein und viele ihrer Werke behaupten sich unvergesslich auf dem Olymp der Weltliteratur. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bitte können Sie vielleicht ein Fenster aufmachen, weil ein bisschen Kräuter ein Knopf und dann musst du auch schon sagen. Так что сейчас мешает окно лучше, спасибо. Так что можем иметь вопросы на митке, пожалуйста, на немецком, или русском, украинском или на других языках, что Ihnen zur Verfügung. Zu dem Vortrag, zu dem, was ich gesagt habe, oder zu anderen Themen, die irgendwie Österreich betreffen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte sehr. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie in Ihrem Vortrag nur eine Nobelpreisträgerin erwähnt, und zwar Elfriede Jelinek. Gibt es noch österreichische? Naja, natürlich, die habe ich, glaube ich, kurz erwähnt, die Bertha von Suchner natürlich. Mhm. Nobelpreisträgerin, also zu Beginn des Jahrhunderts, nicht nur die erste Österreicherin, die einen Nobelpreis bekommen hat. Und zum Beispiel würde mich interessieren, wie sehen Sie die Rezeption der, einerseits der Bertha von Suttner, das wird vielleicht interessant im nächsten Jahr, weil 100 Jahre vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs sein werden, und die ist kurz 1914 verstorben, bevor eine Woche vor dem Attentat von Sarajevo. Das ist das eine. Und jetzt von Elfriede Jelinek,
die erlebt, nicht? Das ist eine noch sehr, sehr aktive Autorin, wie ihre Rezeption ist in der Ukraine. Ich glaube, es wurden ja verschiedene Sachen übersetzt, auch von ihr. Also es wird überhaupt in der Ukraine sehr viel übersetzt aus ausländischer Literatur und viel von österreichischer. Es gibt sehr gute Übersetzungen zum Teil. Und es gibt auch manchmal Theateraufführungen, also österreichische Autoren. Wir hatten auch zwei, glaube ich, auf Deutsch Aufführungen, aber vor allem auf Ukrainisch. Da gibt es zum Beispiel in Kiew das Theater Koleso, sehr kleines am Andreassteig, Andreevsky und Wies. Und die haben von einigen österreichischen Autoren Übersetzungsstücke gebracht, also wie zum Beispiel von Klassikern wie Johann Neströ oder Arthur Schnitzler oder von neueren, was ich Felix Mitterer und auch von Franz Hogel. Also jetzt im Frühjahr, vor ein paar Monaten, war das Februar oder März, war zum Beispiel der widerspenstigen Zähmung, die der Franz Hogel, ist ein Pseudonym, ein oberösterreichischer Autor, nachempfunden hat aus einem Stück von Shakespeare, nicht? Der widerspenstigen Zähmung, hat er also ins Deutsche, aber mit stark österreichischem Dialekt übersetzt. Das war eine schwierige Übersetzung, die ist aber gut gelungen und das ist ausgestellt worden, zum Beispiel, also jetzt in Kiew. Na, und Elfriede Jelinek natürlich, die ist also sehr also produktiv und schreibt immer wieder neue Stücke, nicht? Und auch Erzählungen. Und die Stücke werden also laufend auch aufgeführt an österreichischen und auch an deutschen Bühnen natürlich. Und das ist sicher sozusagen die bekannteste lebende österreichische Autorin. Also die Ingeborg Bachmann, die hat leider den Nobelpreis versäumt, aber sie hat ihn wahrscheinlich auch verdient, aber die ist halt tragisch verstorben, jetzt vor 40 Jahren heuer, nicht 1973. Also vor ein paar Jahren haben wir so ein Ingeborg Bachmann-Jahr begangen. Es war 2006, sie am 80. Geburtstag. Ich war damals Botschafter in Estland und da haben wir in Tartu an der Universität, die übrigens also einen historischen Bezug zur hiesigen Universität hat, nicht? Weil ja die sozusagen die damals also Jurjewa Universität dann nach 1914 hier 1917 ja, übersiedelt ist nach Herzog. Dort hatten wir also zum Beispiel eine Konferenz über Ingeborg Bachmann und ich glaube, die ist ja auch bekannt in der Ukraine, wird übersetzt. Jetzt die jüngeren Damen und Herren, die Studenten, vielleicht haben sie auch noch Fragen oder Bemerkungen. Man sagt mir, dass sie alle sehr gut Deutsch können. Also hoffe ich, dass Sie auch im Wesentlichen verstanden haben, was ich vorgetragen habe, aber ich kann gerne Dinge erläutern und erklären, wenn Ihnen etwas nicht klar war oder vielleicht, wenn Sie einzelne Autoren gut kennen, falls Sie dazu Fragen oder Bemerkungen haben. Bitte. Ja, wir müssen in ein Auskunftspräsidium, jetzt über Metallierkt. Zur Verfügung. Nur Mut. Ja. Ich habe
Und vielleicht die Produzenten sagen, wie weit wird also, wie ist der Literaturunterricht hier gestaltet? Also, ich hatte jetzt eine Dozentin ein, die Literatur bei uns unterrichtet und sie erzählt denen alles. Was bedeutet Makarin Zeitung in österreichischer Literatur? Bitte? Was bedeutet Makarin Zeitung? Makarin Zeitung in österreichischer Literatur? Makarin was Zeit? Was meinen Sie damit? Margaret Zeit. Friedrich Hayem ist österreichischer Dichter und er gehört zur Margaret Zeit. Ja, also bitte, das hat auch natürlich seine Platz. Ich habe mich mit ihm nicht näher auseinandergesetzt, muss ich sagen. Also, ich kann Ihnen dazu nicht viel sagen, aber das hat natürlich auch seinen Platz. Bitte, ich muss sagen, umgekehrt wird nicht sehr viel, leider, es ist nicht sehr viel von ukrainischer Literatur übersetzt ins Deutsche. Also einiges schon, nicht? Es gibt auch sogar Autoren, Ukrainische, die auf Deutsch etwas geschrieben haben, wie die Olga Kobylianska oder auch zum Teil Iva Franko, die haben ja auch auf Deutsch geschrieben, einiges. Aber es ist, muss man sagen, eine gewisse Disproportion da gegeben zwischen Übersetzungen in der einen und der anderen Richtung. Und wie gesagt, also ja, das hat dann sicher auch seinen Platz, aber wie gesagt, im Einzelnen kann ich Ihnen das leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ja, aber Sie können mich zu neuen österreichischen Autoren gerne befragen, soweit ich sie kenne. Ich meine, es ist natürlich, es gibt auch einen Lauf, eine Lyrik. Eine österreichische, die entwickelt ist, darüber habe ich jetzt nicht im Einzelnen berichtet, so wie von A.C. Hartmann oder von Ernst Jandl zum Beispiel oder Friederike Mayröcker zum Beispiel, das sind unsere bedeutenden Autoren, also lyrische Autoren der Gegenwart. Aber ich habe die aber, sagen wir, keine besonders, jetzt ist an gesellschaftspolitischen oder gesellschaftskritischen Ausdruck erfahren haben, keinen besonders ideologischen, und darum habe ich sie nicht näher erwähnt, weil was ich gesagt habe, extra im gesellschaftspolitischen und historischen Umfeld die Literatur, also das ist ein bestimmter Zugang dazu, und das heißt nicht, dass ich alle Autoren schildere, weil das ja auch nicht möglich ist in dieser kurzen Zeit, nicht? Aber wir haben geschickt an die Universität in den letzten Monaten, also mehrere Werke, auch etwas österreichische Literatur und über österreichische Literatur auch. Ich glaube, dass die derzeit sich in der internationalen Abteilung befinden und die werden dann in so einen kleinen Raum, der sich dann Österreich gewidmet sein soll, übertragen werden, wahrscheinlich an diesem EU-Informationszentrum. Da soll so ein kleiner Raum für der österreichischen Kultur und Information über Österreich gewidmet ist entstehen. Dort werden diese Bücher stehen. Also das habe ich dort hergeschickt. Wenn das dort aufgestellt ist, können Sie das gerne konsultieren. Und das wird dann inventarisiert sein in der Universitätsbibliothek auch. Ja, ich hätte gerne gewusst, wie bei Ihnen
der Unterricht also der deutschsprachigen Literatur gestaltet ist, inwieweit kennen... Was genau interessiert Sie? Ich lese deutschsprachige Literatur, ja, ja. Ich halte die Vorlesungen... Also ich sage alle Literaturgeschichte, also der deutsche Ausdruck... Literaturgeschichte, ja. Überblick wahrscheinlich, oder auch wahrscheinlich einen ganzen Überblick und dann bestimmte Epochen oder Autoren. Also wir beginnen von Anfang an von germanischer Vorzeit. Ja, ja. So, und bis heutzutage. Also Gegenwartsliteratur betrachtet ein spezieller Kurs, schon im vierten Studienjahr. Ja, ja, ja. Und wir betrachten nicht nur Deutsche, ich meine die Schriftsteller aus Deutschland, sondern deutschsprachige. Also auch österreichische oder Schweizer Schriftsteller. Genau, so aus Österreich. Darum wäre uns sehr interessant, auch über die Gegenwartsliteratur etwas Neues zu erkennen, zu erfahren. Ne? Mhm. Und zwar die Schriftsteller und die Lyriker aus Österreich, weil in erster Linie natürlich die Schriftsteller aus Deutschland in den Seminaren, Stunden im Unterricht betrachtet werden, von uns meinen. Ja. Deshalb sogar nicht nur die Schriftsteller und Lyriker, sondern ihre Spezifik, die Besonderheiten der Sprache vielleicht, des Stils sozusagen. Also wenn Sie uns etwas erzählen könnten, dann wäre sehr interessant. Ja, also wie gesagt, jetzt habe ich einen Überblick über die österreichische Literatur gegeben. Das war mein Zweck, um nicht sich mit besonderen Epochen zu befassen, sondern eben, dass man das in der Gesamtheit sieht. Und natürlich, es ist so, erst einmal, sehr viele österreichische Autoren publizieren ja in deutschen Verlagen und daher, sie sind ja auch Teil meiner deutschen Literatur im Sinn der Sprache. Der Büchermarkt ist sehr offen, ist geöffnet. Ja, ja, das besonders jetzt, total groß, würde ich sagen. Richtig, ganz genau. Ich meine, es ist laufend entstehen neue Werke. Also ich hab eben da ein paar Namen erwähnt, also zum Beispiel eben von der Lyrik sicher, also Ernst Jandl, zum Beispiel der Friederike Mayröcker, das sind ganz wichtige Autoren, also lyrische Autoren. Ist schon gestorben, aber bis vor ein paar Jahren. Nicht? Nee, diese Namen sind natürlich interessant für uns, aber die Literaturgeschichte von heute, da müssen wir verstehen, wer genau von den Existierenden jetzt auf dem Büchermarkt, sagen wir so, welche Schriftsteller stehen an der Spitze. Wenn ich mich zum Beispiel in Literatur blättere, dann kann ich von hier aus, ich meine von der Ukraine, kann ich nicht leicht verstehen, kann ich mich nicht so leicht orientieren, wer von welchen an der Spitze steht, von welchen Autoren ich in den Seminaren oder in den Vorlesungen erzählen sollte, verstehen Sie? Ja. Dann wäre, wenn Sie mich irgendwie orientieren oder uns hier orientieren, welchen Namen wir in erster Linie betrachten sollten. Ja, und das meint, dass da sind bitte die vor allem jetzt bekannt sind. Ich meine, es sind laufend auch ganz neue Autoren, die kenne ich gar nicht alle. Ja. Das sind ständig neue. Nicht, da muss man vor allem also sagen wir die neuesten Literaturzeitschriften lesen. Also zum und da sie sind also solche auch lyrischen Werke abgedruckt. Das, was für sich, wie zum Beispiel das Wespennest, nicht? Das ist so eine Publikation. Es gibt diese seit ein paar Jahrzehnten, aber das erneuert sich ständig, ist diese Grazer Autorenversammlung und da werden also Werke publiziert. Wir haben verschiedene, also die alte Schwede zum Beispiel ist in Wien so eine Literaturgesellschaft, die also auch sich den,
den Werken, also Lesungen mit ganz jungen Autoren widmet. Aber da kann ich Ihnen jetzt nicht eher den einen als den anderen nennen. Ja, große Berühmtheiten kann ich Ihnen da nicht sagen, die sind mir auch nicht bekannt. Ich sage Ihnen die großen Autoren, die klassischen, die bis jetzt wirken. Nicht, da muss man wirklich bekommen, auch nicht. Vielleicht könnten Sie uns dann sagen, ob es Unterschiede zwischen zum Beispiel der Literatur Deutschlands und Literatur Österreichs gibt. Es gibt überhaupt klassische Unterschiede und darum spricht man auch von einer eigenen Charakter der österreichischen Literatur. Erstens ist die Problematik auch die kulturelle, nicht wahr? Das ist erstens, sagen wir, in Deutschland, in Norddeutschland mehr sozusagen von der Vergangenheit her protestantisch geprägte Kulturwelt. Die österreichische ist eine katholische Kulturwelt. Das ist etwas ganz anderes, auch wenn die Autoren nicht besonders religiös sein mögen. Aber das prägt die Tradition des Landes mit. Dann in Österreich ist besonders, sagen wir, das Spiel mit der Sprache. Ja, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht das Jonglieren mit dem Stil und dass das Essayistische, im Deutschen ist dann oft sehr, sagen wir auch die Ideologie, dass vielleicht das Sozialkritische im Vordergrund, weil man darf nicht vergessen, die Gesellschaften in Österreich, in der Bundesrepublik, auch in der DDR, wie sie war, haben sich ja sehr unterschiedlich entwickelt, nicht? Die österreichische war sicher ähnlicher in der Entwicklung der Bundesdeutschen, weil also beide Länder, sagen wir, einen westlich-pluralistischen Lebensstil hatten, eine Gesellschaftsordnung. Und in Ostdeutschland war das also ein kommunistisches Land und da werden sie mehr in dem Sinne Ähnlichkeiten mit der Situation und hier. Und das Österreich von heute? Na, das Österreich von heute, auch das unterscheidet sich insofern, als wenn ich sagen, früher war die Literatur sehr auf Wien konzentriert. Jetzt ist sie viel mehr, also in Wien auch natürlich, ist viel los, aber es ist sehr viel in den Bundesländern los, sagen wir von unten. Das ist auch, soll ich sagen, soziologisch eine andere Welt. Die Autoren sind meistens einfacher Herkunft, bäuerlicher Herkunft, aus einfachen Familien, zum Teil auch aus Arbeiterfamilien. Mhm. Also sagen wir, Junge, wenn wir die wollen, Gebildete der ersten Generation, der zweiten. Mhm. Früher war das eine gebildete bürgerliche Schicht, nicht wahr? Da gibt es auch noch. Aber was ich auch erwähnt habe, nicht wahr, diese, sagen wir, was man nennt Anti-Heimatliteratur, nicht? Also das ist eine aus der Provinz kommende Literatur, die sich aber sehr, also kritisch mit der Gesellschaft, die sich auch sehr schnell verändert, nicht wahr? Das geht ja weiter, ja? Der auch einer im Wandel begriffenen ländlichen Gesellschaft widmet, die aber, sagen wir, noch vor 30, 40 Jahren noch sehr konservativ war und die, auch wenn sie technisch moderner war, ja? Aber die heute sich sehr, sehr rasch verändert. Es sind eine ständige Veränderung, Modernisierung festzustellen und daher kommt auch die Literatur. Es ist vieles, auch Essay, sozusagen Dialektliteratur, Dialektlyrik. Da hat es gegeben den H.C. Artmann, das war sein Pionier, also schon in den 50er Jahren und der hat natürlich Nachfolger auch, die hier kommen. Da gibt es eine ganze Reihe von Namen. Kann ich jetzt gar nicht so alle aufzählen. Aber es wird sich weisen, wer jetzt da wirklich bleibt davon. Nicht wahr? Es sind einfach viele junge Autoren, die ich versuche. Es gibt auch eine ganze neue Kriminalliteratur, eine österreichische. Ich meine, das kann man einfach, das kann man gar nicht alles lesen, weil das zu viel ist. Aber es literarische Aspirationen hat, meine ich, Kriminalliteratur. Ja? Und die zum Teil zurückgeht, ich weiß nicht, Literatur aus dem, sozusagen jetzt geschrieben, aus dem alten Wien zum Beispiel und so weiter oder aus dem Salzkammergut. Ich würde sagen, es ist so eine Verteilung in die Bundesländer, die ja sehr wichtig sind in Österreich.
Die Träger, Österreich ist ein föderales Gebilde aus neuen Bundesländern, also aus unterschiedlichen Provinzen, die zusammen den Staat bilden. Nicht? Und das ist sehr gut, Deutschland ist auch föderal aufgebaut, auch die Schweiz, das ist typisch für deutschsprachige Länder, dass sie eigentlich dezentral regiert werden und sehr stark in lokalen Traditionen verankert sind. Ja, und das ist ja auch es gibt ja auch eine Menge von Dialekt oder Mundarten in der deutschen Sprache, und zwar in nahen Regionen voneinander, die sich aber immer unterscheiden, und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Dichtung aus. Ich meine, das eine ist natürlich die deutsche Literatursprache, die Hochsprache, und da wird das meiste geschrieben darin. Aber es gibt auch wieder betont, also auch eben Dialektdichtung oder Dichtung, die einfach Sprachessayistik beschreibt, Wortspiele, nicht? Darf ich noch eine Frage? Ja, ja. Wenn wir zum Beispiel von deutscher, ich meine von der Literatur Deutschland sprechen, ja, dann könnten wir sagen, es gibt eine neue, nicht Richtung, sondern ich meine, ich spreche von türkischer Literatur, ja, ich meine ja, von ja, den Autoren. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Ja, gibt es sowas Ähnliches in Österreich? Also Deutschland ist voll von Türken, das kennen wir schon, ne? Ja, ja. Und deshalb entwickelt sich auch diese sogenannte türkische Literatur, ne? Wenn wir von Österreich sprechen, gibt es so Ähnliches, vielleicht einige Minderheiten oder so? Ja, also erstens einmal, ja, natürlich gibt es Minderheiten. Es gibt auch recht viele Türken, vielleicht nicht, also auch in der Proportion ja auch viele. Mhm. Ich meine natürlich weniger als in Deutschland, weil Österreich ein Zehntel der deutschen Bevölkerung hat. Nicht? Wir haben 8 Millionen Einwohner und nicht 80 oder 82. Aber es gibt, also vor allem in Wien gibt es viele Türken, in bestimmten Bezirken vor allem. Und es gibt auch viele Serben, was jetzt sich Bosnien, Kosovaner, Albaner aus dem Balkan, ja, überhaupt aus Südosteuropa sehr viele Zuwanderer. Es gibt auch andere Zuwanderer aus Mittelosteuropa, es gibt viele Polen, es gibt auch Russen, es gibt etwas Ukrainer, nicht sehr viele, aber es gibt auch davon. Welche gibt Rumänen, viele Bulgaren, viele. Schreiben die? Aber die wenige schreiben. Das sind meistens, sagen wir, das sind keine Intellektuellen, ja. Das sind Arbeiter und so weiter. Und eher, sagen wir, die sind in verschiedenen, ob die jetzt im Baugewerbe oder Krankenschwestern oder Putzfrauen oder so, das sind keine Eliten. Also sowas Ähnliches gibt es in Österreich? Naja, es mag das geben, es sind aber keine bekannten Namen. Es gibt einige Türken, die schon, also natürlich die, also Austro-Türken natürlich, die studiert haben oder die auch in der Politik sind. Es gibt Abgeordnete. Aber bestimmte Schicht, na, bestimmte Ebene haben aber die eine, nicht. Aber eine große, sagen wir so, durchgebildet wie in Deutschland, alle sozusagen Gesellschaftsschichten faktisch. Eine ganze Intelligenz, also das ist mir jetzt nicht bekannt. Ich meine, es gibt natürlich in der Türkei also alles und es gibt also dort interessante Schriftsteller und Professoren und alles in kleinen Kreisen. Es wird wahrscheinlich unter den Türken in Österreich solche geben, die vielleicht auf Türkisch dichten. Solche, die auf Deutsch zum Beispiel dichten würden, sind mir wenig bekannt. Was allerdings existiert, sind ganz neue Sprachformen eigentlich und Dialektformen. Es gibt so Zwischensprachen, das ist für Linguisten sehr interessant, so auch Wienerisch, also Wienerisch, deutsch-türkische Ausdrucksweisen, vor allem bei Jugendlichen. Nicht? Weil die sind natürlich etwas zum Teil etwas entwurzelt, die haben alle türkisches Elternhaus, aber österreichische Schulen. Ja? Also die sind eigentlich in beiden Sprachen beheimatet, aber nirgends hundertprozentig. Ja? Und die sprechen so etwas merkwürdig. Ja? Die rücken alles aus auf Deutsch, was sie wollen, aber sie haben, sagen wir, eine etwas rudimentäre Sprache und einen gewissen Wortschatz und wahrscheinlich auf Türkisch auch einen etwas reduzierten. Ja? Und das gibt es auch in Form etwas mit Serbisch und so, kommt auch vor. Also da, wo solche Minderheiten sind. Aber gut, was wir haben in Österreich, natürlich an Literatursprachen, sie sind
autochthone Handelssprache, wie das Slowenische zum Beispiel. Wir haben in Kärnten eine ganze slowenischsprachige Literatur, eine österreichische und eine kleine kroatische im Burgenland, das Ungarische, vor allem die slowenische. Und es gibt Autoren, die also beide Sprachen, die Slowenisch und Deutsch schreiben, gleichermaßen. Oder solche, die mehr Deutsch, mehr Slowenisch schreiben, aber meistens in beiden Sprachen. Nicht? Und das ist aber sehr interessant, tatsächlich, da gibt es einiges, und zwar sowohl Prosa als Lyrik, und das ist absolut beachtlich, und das ist also wert, darüber eine eigene Vorlesung. Und wenn wir zum Beispiel die Gattungen betrachten, ja? Welche Gattung wäre oder ist beliebt, na, im Land? Wählen die Menschen, vielleicht die Jugendlichen, Kriminalromane, wie Sie gesagt haben, na, oder Liebesgeschichten, oder sind das doch nicht klassische, sondern, was weiß ich, historische Bücher? Also, wenn wir den ganzen Markt betrachten, ja, welche Gattung wäre da mehr gekauft? Könnte man so eine Gattung so irgendwie auswählen? Es werden auch immer sogenannte Bestsellerlisten veröffentlicht, ja. Und die aber nicht übereinstimmen, immer je nachdem, wer das macht, diese Listen erstellt. Und das beschränkt sich nicht also auf spezifisch österreichische Literatur, das ist das, was auf dem Buchmarkt ist. Und Österreich ist natürlich überschwemmt vom deutschen Buchmarkt. Also das, was in Deutschland rauskommt, das kriegt man außer lokale Sachen, die also, was in Berlin gelesen wird oder in Köln und in Stuttgart, wird nicht alles in Wien gelesen. Ja? Aber sagen wir allgemeine, also deutschsprachige Literatur, kommt vor, übersetzt, es wird viel übersetzt, natürlich wiederum aus dem Englischen, aus dem Französischen, was weiß ich, aus dem Spanischen zum Beispiel, auch aus dem Russischen übrigens einiges, aber auch aus orientalischen Literaturen. Und ich würde sagen, eine Mischung. Es wird natürlich, Lyrik ist immer eine für Minderheiten, aber das war immer so. Ja? Lyrik ist einfach kein Massenprodukt. Ja, und das wird es nicht sein. Aber natürlich wird Lyrik auch gelesen. Ja. Und doch eine Frage. Aber warte, ich bin noch nicht fertig. Es ist eine Mischung aus dem und aus Sachbüchern. Was sehr populär sind sogenannte Sachbücher. Das heißt, das sind jetzt nicht unbedingt hochgestochene wissenschaftliche Werke. Es können wissenschaftlichen Charakter haben und seriös sein, aber eher, ich würde sagen, gehobene Publizistik. Aha. Das ist sehr beliebt. Zu verschiedenen Themen, Zeitgeschichte oder ich weiß nicht, sogenannte Gender-Literatur, nicht Frauenliteratur, das ist auch lesen vor allem Frauen, aber auch Männer manchmal auch. Und zu, was weiß ich, Lebensthemen oder ich weiß nicht, wie man abmagert oder wie man Kochbücher, Reiseliteratur. Es ist eine Mischung. Ja? Man kann das schwer auf ein Genre beschränken. Es gibt Romane von bekannten Autoren, die werden gelesen, aber auch in Übersetzung, wie gesagt. Und auch deutschsprachiges Original, aber das sind Österreicher, das sind Deutsche, das sind andere, das sind Engländer, können Schweden oder Dänen sein. Was sehr beliebt ist, ist skandinavische Kriminalliteratur. Die österreichische wird auch gelesen. Aber was am populärsten ist, außer der klassischen, also der englischen oder auch neueren, das sind schwedische, dänische, norwegische Autoren, die sehr gefragt sind in Übersetzung und die auch dich gut lesen, muss ich sagen. Also mitunter lese ich das auch gerne. Also ich meine, es wird wie gesagt sehr, sehr viel übersetzt. Und man kann also von einer Mischung von Belletristik und Sachbuchliteratur sprechen, das ist das Beliebteste eigentlich. Ja. Und es sind auch Modesachen, die also sehr propagiert werden und die kommen dann auf den Markt. Und ich weiß nicht, Science-Fiction-Literatur zum Beispiel oder Popularisierung von Wissenschaften, ja, was weiß ich, Biologie, Astronomie, Atomphysik, also was sie wollen, wenn es lesbar ist, das wird gerne genommen. Also das sind Sachbücher? Gehobene Sachbücher, die in einer
würde ich sagen, Wissenschaft popularisieren. Aha. Das ist ein gutes Niveau, aber allgemein verständlich und also lesbar. Das kommt eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, das ist sehr beliebt in Amerika, auch in England, dass Wissenschaft popularisiert. Aha. Dazu gehören natürlich auch historische Werke, die lesbar sind. Sehr viel Zeitgeschichte. Klar. Es wird immer noch sehr viel über den, was ich jetzt über den Erd, über den Zweiten Weg, über die Zwischenkriegszeit geschrieben, aber auch Sachen, die älter zurückliegen. Es gibt einen polnisch-englischen Historiker, den Adam Zamoyski, der aus einer alten polnischen Grafenfamilie stammt, aber ist egal. Der hat zum Beispiel geschrieben ein Buch über 1812, über die Kampagne von Napoleon in Russland, nicht 1812. Und das ist in viele Sprachen übersetzt worden, das ist wirklich ein Werk der Geschichtsschreibung, aber sehr lebendig gestaltet. Und das liest sich wie ein Abenteuerroman, das ist sehr seriöse Geschichtsschreibung. Das muss man auch können, das ist Popularisierung von Geschichte. Das wird auch sehr gut. Das ist auf den Bestsellerlisten, beispielsweise. Das ist daher schwer, das auf einen Bereich einzuschränken. Bitte, wenn Sie noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen machen. Mich interessiert natürlich, ich kann das umgekehrt sagen, ich weiß, dass sehr viel österreichische Literatur, österreichische Literatur ins Ukrainische übersetzt wird. Da wird viel und Gutes gemacht. Es gibt gute Übersetzungen, die Übersetzer kenne ich auch meistens. Und wie sehen Sie das? Wird also viel, würden Sie sagen, aus Ihrer Position, dass österreichische Literatur durch die Übersetzungen bekannt ist im Lande? Oder weniger? Oder welche Autoren würden Sie sagen, österreichische werden besonders gelesen hier? Meistens Klassik, ja? Stefan Zweig, die gegenwärtige Literatur kennen wir überhaupt nicht. Und was wir hier sagen, haben könnten können, das kriegen wir durch Internet, würde ich sagen. Na, Internet ist sehr wichtig. Also ist sehr wichtig, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Moderne Autoren aus oder gegenwärtige Autoren aus Österreich oder Deutschland, die werden nicht sofort im Internet ihre Werke auslegen. Ne? Ja. Darum ist das zweite Problem. Also Literatur ist beschränkt, würde ich sagen. Das kommt dann mit der Zeit nach. Also wie gesagt, es wird dann übersetzt, aber natürlich, das dauert auch dann ein paar Jahre, bis es übersetzt wird. Also was Sie besonders interessiert, sagen wir, ist die Entwicklung der neuesten Literatur, wenn ich das richtig verstehe. Das interessiert Sie insbesondere. Und aber sagen wir, die Studenten auch haben schon einen Überblick über das Klassische, weil man kann sich sehr gut, wenn man sich mit der zeitgenössischen Schriftung beschäftigt, aber man muss die Genese kennen, nicht dass man dorthin kommt. Also das, ich hoffe, habe ich bemüht, Ihnen ein bisschen zu vermitteln auch, und ich hoffe, Sie werden weiter, soweit Sie das können, Zugang haben, also österreichisches Lesen, ob jetzt auf Deutsch oder auf Ukrainisch oder auf Russisch, nicht? Weil da gibt's ja einige Übersetzungen und wir hoffen, dass wir also noch mehr österreichische Literatur herbringen können. Jetzt, wie gesagt, wir haben Bücherspenden, die haben wir schon gemacht und werden wir weitermachen mit der Zeit, nicht? Und es gibt da Bestrebungen in diesem EU-Informationszentrum dort, also ein österreichisches Eck einzurichten. Nicht? Und da wird also Verschiedenes über Österreich wird sich dort vorfinden. Und da können Sie sich weiter informieren. Im Übrigen, also im Internet finden Sie sehr viel über Österreich, auch über Möglichkeiten von Studien oder Stipendien. Das geht am besten ins Internet damit. Außerdem gibt es speziell in Nürnberg, in Lviv, also das ist eine Außenstelle, Koordinationsstelle des österreichischen akademischen Austauschdienstes an der Ivan Franko Universität direkt. Und die haben auch hier ihnen geschickt, habe das gesehen in der internationalen Abteilung zur Broschüre. Und da können Sie sich auch informieren und außerdem im Internet nachschauen über alles. Ja. Also ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
Und ich wünsche Ihnen also alles Gute für das Studium, für die Arbeit, Forschungsarbeit, Lehrtätigkeit und das Lernen. Und dass Sie in Ihrem Leben das Richtige machen. Sprachen zu kennen, ist ganz wesentlich in der heutigen Zeit. Nicht nur zu können und die Kulturen dahinter und den Austausch damit die Welt kennenzulernen. Also in dieser oder jener Form. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Таких больших культурных цен, Александр, что есть моментально один, который работает в этом Польске, и тут я хотел бы посмотреть эту цену, чтобы видеть, как это где-то дает. Сейчас я еще хотел бы вам это предать, украинско-австрийский ЗУС. Книга разная статья, там есть капитулы, это второе выдание. Есть, между прочим, это моя статья, там о той культуре Галиции. Потому что будет первая книга в украинско-австрийский, чи австрийско-украинский осередок, правильно? Да. Конечно. Да. Спасибо. Нет, так, чтобы вы увидели, что мы разные дела такие уже занимаемся этим, это посольство с культурным форумом и с подпору, підтримку і дворник, це на наші деньги, і спонсори з різних там приватні компанії. From different countries. You can see Poland, and Belgium, and Italy, Austria as well. It's over here. We have pretty good connections with University in Klagenfurt, Alpe and Adria. Yeah. And we have one of our students from the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science who is now studying at that university. And she is getting scholarship as well, and she's quite happy that she had received this opportunity. Yes, yes. Find that France, yes. Because we had Tempus project with the France. Yes. And we had ambassadors who's coming here. Actually, we had an ambassador of Austria as well this year. Yes. We were delighted to have him here. Okay. So, our center was opened by a delegation of European Union to Ukraine. And the pictures you can see here, photos, they were taken when we had Europe Days. Different years, 2010 and 2011. Here, 2010, Europe Days in person, and Europe Days in Nikolaev, which is, you know, really close to Kherson region, and Kherson as well. And different, we organized different, a great variety of, you know, activities. Nikolaev, and what's your territory, for instance, you're dealing with? Well, different, absolutely, because we work on not only, but we organized some, you know, some activities, yeah. And we received, you know, the special thank you letters. From Litovskaya Republika Ukraine. And one from the delegation of EU to Ukraine, which was actually the opener, so we are really thankful to them. Some materials, information materials, which can be used by our students if they want to prepare for their classes. Okay, so more pictures you can see here. We had some students from Austria coming here and had some training here. They attended some classes also from the University of Alpe and Adria.
here is another room. Okay, so next room here is more informational materials. We receive them from Brussels and Luxembourg publications office in Luxembourg. And majority of them, they are in English, of course, but some are in Ukrainian, published in Kyiv, and some in Russian, and other European languages also we have. We organize some cultural days of different EU member countries, and we try to get in touch with embassies of those countries, and we always invite them here to participate and to take part in our activities and to give a speech. Not always they have this opportunity to come, but they send us some materials, and you can see here is one of the shelves devoted to Spain. They send us a lot of books, and our students get the chance to use them because we have a specialty Spanish literature and language, so they can come here and use originals in Spanish. Escritorio del encantamiento, sí, sí, sí. Which is quite nice in my opinion. Libro de oro de la música en España. And you speak Spanish as well? Well, not really, but I studied in Spain at the University of Granada for 3 months, but you know, then I lived in the USA for three years, and so English took over completely. So at the moment, English, and I also study Polish, just started Polish classes because I'm going to go for internship to Pomorskaya Academy, which is in Poland by Baltic Sea. In Słupsk. Słupsk, yes. Mm-hmm. No, I know Poland and Polish, and I know Spain and Spanish as well. Okay. Europe in figures, Europeisky Parliament, yes, Erasmus Mundus, yes. So students come here and they get a great chance, to You have no corner for Austria? Unfortunately, we don't have very many materials about Austria, so unfortunately, no. But I hope that we will have soon. I brought you one book already. I will give you. And now we'd like to show you a short video about how the center was opened. If you don't mind, it will take only a few minutes. So please, you may take a seat. Okay. Будовано здебільшого саме для студентів. Це буде мати практичне значення для якісної підготовки наших спеціалістів, тому що ми активно участвуємо в Болонському процесі. Тобто ми прикладаємо всемірні зусилля для того, щоб зближення з європейськими странами відбувало на академічному рівні. Тут, звісно, будуть самі останні новинки, всі інформаційні ресурси, які будуть поставлятися нам з Європейського Союзу. Таким образом, наші ребята, студенти будуть приобщені в первую очередь к доступу к этим информационным ресурсам. Помимо этого, это возможность узнать, какие есть программы, какие есть гранты, какие есть доноры, где можно получить, скажем, продолжение обучения или где можно получить тот или иной кредит. Они будут иметь возможность получить необходимые материалы, заполнить соответствующие заявки, скажем, их отослать, получить соответствующие гранты, скажем, для поездки, для стажировки в одну из европейских стран.